Hallo zusammen, der eine oder andere von euch hat sich vielleicht schon mal gefragt, warum ist in Werl die Straßenbeleuchtung tagsüber? Nun, der Grund ist ganz einfach, auch an unseren Straßenlaternen kann einmal etwas kaputt gehen. Ein Leuchtmittel, ein elektronisches Bauteil oder eventuell oben der Kopf. Und der muss dann natürlich gewechselt werden oder die Leuchtmittel müssen gewechselt werden. Aufgetretene Störungen, die Werler Mitbürgerinnen und Mitbürger bei den Stadtwerken Werl gemeldet haben, sammeln wir und dann leihen wir uns von dem ortsansässigen Elektriker Schmidt Technik hier diesen wunderbaren Steiger und reparieren die Lampen. Wir reparieren natürlich nicht nur Lampen, sondern wir setzen auch neue Lampenköpfe, wie zum Beispiel hier im Kurpark. Das ist eine hochmoderne LED-Lampe. Die LED-Lampe ist elektronisch geregelt und schaltet ab 22 Uhr auf 30% Leistung runter und morgens um 6 Uhr geht das Ding wieder auf 100% Leistung hoch. Die Ecke kennt ihr bestimmt, da stehen nämlich noch mehr davon. Die Lichtfarbe, die die Lampen haben, ist eine spezielle, sie ist für Insektenschutz konzipiert. Darauf wird heutzutage auch geachtet, das wollen wir auch machen, besonders hier im Kurpark. Das eine steht fest, Insekten können problemlos ohne uns, aber auch wenn man es nicht glaubt, wir können nicht ohne die Insekten. Wenn du eine Straßenbeleuchtungsstörung melden möchtest, dann geht das ganz einfach über die Stadtwerke Werl Internetseite www.stadtwerke-werl.de oder ruf einfach bei uns an unter 02922 9850. Vielen Dank schon mal dafür.